damn wind. I thought the window was bolted shut. Das war nur eine Krähe. What are you doing here? Oh. This is private property. Wer bist du? Devil is he. Sieh dich außerhalb des Hauses um. Das ist eine schlechte Idee seit wie heißt das Spiel? Where the hell did he go? Nach rechts. You still here? Better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Seit. Wie heißt denn dieses verdammte Spiel? Wie heißt das Spiel? Verdammte Dickhacke. Zwei Worte. Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Mit Hugo. Wie hieß das Spiel? Versteckt er sich hier hinten? Nein. Ein Boltcutter? Bolzenschneider auf Deutsch. Dankeschön, dass ihr mir das auf Deutsch zeigt. Ich wusste es gerade nicht auf Deutsch. Da steht keiner. Wie hieß denn das Spiel mit Hugo? Verdammte dicke Hacke. Na, so ein Zufall. Ich überlege immer noch, wie das Spiel hieß. Nicht mich einschließen, ja? Bitte nicht, ich habe Angst. What the hell is this? Zeitungsausschnitt. Rotieren. Was steht da? Diese friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen lässt du mich das jetzt lesen? Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Hyde? Gibt's eine Verbindung? Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Jekyll und Hyde? Wirklich? Sounds familiar. That's my father's hat. Steht der Bastard? Nein, Basement. Na dran. This is some kind of clue for me? I should look into it. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Basement, nicht Bastard. Ja, nimm's. Danke. Ich zittern vor Angst. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Ja, bitte. Ich habe keine Lust mehr. War das vielleicht Richter Norton gerade? Lass mich das zumachen. Danke. Du auch. Zu. Ganz ruhig. Es ist nur ein Horrorspiel. Ich habe damit angefangen. Ich wollte es. Oh Gott. Aber ich muss jetzt nicht abhauen, oder? Scheiße. Wieso ist meine Lampe aus? Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin. Was guckst du dir da an? Hi.
Ich sehe tote Leute. Bitte nicht neben mir. Gut. Wo muss ich hin? Tagebuch. Also es wurde eine Menge verfasst. Was kennen wir denn noch nicht? Keine Spur von meinem... Warte. Ich bin wieder zu Hause nach 10, das kennen wir schon. Keine Spur von meinem Vater. Hatte ich ernsthaft erwartet, dass er mich mit offenen Armen an der Tür empfangen würde. Er verschwand vor 10 Jahren, ohne auch nur einen Hinweis zurückzulassen. Er hat mich kein einziges Mal besucht, während ich an diesem Ort war. Psychoanstalt? Das Haus kommt mir seltsam vor, auch wenn es sich kein bisschen verändert hat. Bin verrutscht? Wo bin ich da? Ängste lauern in der Dunkelheit, deren Ursprung ich nicht zu bestimmen vermag. Aber die Erinnerungen werden zurückkehren, so hat man es mir versichert. Vielleicht werde ich dann begreifen, was mein Vater an mir selbst zustoßen ist. Was war das für ein Geräusch? Es kam von oben. Ich sollte besser nachsehen. Gott sei Dank, es war nur der Wind, der das Fenster weit aufgerissen hat. Am Brunnen vor dem Haus habe ich doch eine beunruhigende Gestalt erkannt. Er will anscheinend etwas von mir. Er deutete mit seinem Finger auf etwas. Wer könnte nur so spät in der Nacht in dieser Einöde umherwandern? Ich hoffe, dass er nicht gefährlich ist. Das könnte ich jetzt wahrlich nicht gebrauchen. Ich werde nach unten gehen und ihn fragen, warum er zu diesem Ort gekommen ist. Vor dem Haus ist niemand. Der Bursche hat sich in Luft aufgelöst. Ich sollte mich gründlich umsehen. Vielleicht hält er sich irgendwo versteckt. Ich glaube, er hat mit seinem Finger auf den Schuppen gezeigt. Vielleicht finde ich dort etwas. Der Eindringling ist verschwunden. Ich habe jedoch im Schuppen einen Zeitungsartikel über ein grausames Verbrechen gefunden, das in dieser Gegend vor vielen Jahren verübt wurde. Vor 10 Jahren. Es hat keinen Sinn, in der Dunkelheit der Nacht weiter nach diesem Burschen zu suchen. Er ist mir unheimlich. Zeit, nach Hause zu gehen und zu warten, bis der Spuk vorüber ist. Im Haus ist es auch nicht sicher. Der Wahnsinn hat sich einen Weg ins Innere gebahnt. Er stand so nah vor mir, ich konnte ihn beinahe berühren. Und dann ist er verschwunden. Er hat sich nicht versteckt, er ist einfach verschwunden. Wenn das wahr sein sollte, habe ich einen Geist gesehen. Was, wenn es nur eine Einbildung war? Dann würde bedeuten, dass ich den Verstand verloren habe. Keine der beiden Möglichkeiten behagt mir. Wer war es? Was will er von mir? Und warum geschieht das jetzt, gerade jetzt? In einer Zeile verrutscht. Da. Gerade jetzt, wo ich mich langsam wieder erhole, nach einem ganzen Jahrzehnt in diesem schrecklichen Ort. Lass dich heiß! Ich sehe dich! Tanzen die da oben Polka oder was? War ja so klar. Guten Tag, ich bin der Neue. Lassen Sie mich in Ruhe. Why? Danke. Dieses Spiel. Arschgeigen. Und sie tanzt Polka, was? Weg mit dir. Habe ich mich vor diesem beschissenen Bild erschrocken? Oh, nö. Nein. Oh, nice, seine Augen. Where did all this blood come from? Dear God. Das ist der Keller. Lampen nachfüllen. Um die Lampe nachzufüllen, öffne den Inventar und such nach einer Petroleumflasche.
drücke immer die falsche Taste, das gibt's doch nicht. Muss ich der Blutspur folgen oder was? Tagebuch. Im Haus ist es auch nicht, das kennen wir schon. Es kommt von oben. Sag nicht von ganz oben. Mein Vater und ich vor seinem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Muss ich dafür wieder rum? Wahrscheinlich, richtig? Will nicht in den Keller. Das ist der Keller, richtig? Nein. Wo ist der fucking Keller? Das ist der Keller. Ja. Tagebuch wurde aktualisiert. Entweder er ist für immer verschwunden oder es war nie wirklich hier. Der Fluch ist voller Blut. Fluch, da steht Flur. Der Flur ist voller Blut. Ich habe ein Klopfen gehört. Ich zittere am ganzen Körper. Jemand hämmert unaufhörlich an die Kellertür. Wartet auch er dort unten auf mich? Ich habe Angst, die Türklinke zu berühren. Aber die Ungewissheit ist noch viel schlimmer. Brauche einen Schlüssel dafür. Sehe ich schon. Ah, oder einen Bolzenschneider. Who's waiting for me? Fußspuren. We'll see if this is a good idea. Nein, ist es nicht. Ach, geht nach innen auf. Scheiße. Hi. Ihre Tauben. Der Keller ist auch voller Blut. Viel zu viel, als dass das Opfer hätte überleben können. Ich werde die Spur verfolgen, doch allein der Gedanke, was ich an dessen Ende finden könnte, erfüllt mich mit Übelkeit. Oh, die Pferdestatue ist ja cool. Petroleumlampe ist leer. Oh. Ich sollte bald neues Petroleum. Finden. Das. Die erste Werbeprospekt für den Gasthof meines Vaters. Er sagt zu mir: Wir haben es geschafft, mein Junge. Hillside Inn, ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer. Eine gemütliche Herberge im Herzen eines Bergdorfes. Köstliche Mahlzeiten. Ganz in der Nähe der berühmten Caroline. Minen. Kommen Sie uns bald besuchen. Man kann gar nicht lesen in der Aufnahme. Oben ist es abgeschnitten. Jetzt erst. Scheiße. So, jetzt ist es besser zu erkennen. Sorry, falls eben nicht alles zu erkennen war. Habe ich leider zu spät realisiert. Haben wir gerade schon gelesen. Ich will ihm nicht folgen. Ah, die Ratten gehen doch schon hin. Warum muss ich dann folgen?
Ja, zäh um zu kriechen, wissen wir schon. Vier. Das neue Bild. Maybe there's another way in. Gartenschere. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. I have to get in there. Whatever happened. Im Weg aus dem Keller. Okay. Die Stelle kannte ich. Ja, du bist wahnsinnig. Ja. Lass mich raus! Oh, jetzt schneid es durch, diese verdammte Drecksscheiße. I need to get rid of them before I leave the basement. Oh, lass mich raus! He's upstairs. What does he want from me? Der Keller ist auch voller Blut. Viel zu viel, als dass das auf hätte überleben. Das kennen wir schon. Unter der Tür dringt noch mehr Blut hervor. Es kommt von drinnen. Dahinter muss ich etwas Schreckliches auf zugetragen haben. Ich muss irgendwie ans Innere gelangen, aber die Tür ist fest verschlossen und der Eingang an der Seite mit einem Vorhängeschloss verriegelt. So viel Blut und es sieht frisch aus, als wäre es gerade erst passiert. Ich hoffe nur, dass es nichts mit meinem Vater zu tun hat. Ich habe aus dem Keller geschafft. Ich kann ihn nirgends sehen. Vielleicht halt. Ich höre wieder das Klopfen. Es kommt von oben. Wer ist dort oben? Was, wenn es ist? Findet diesen Albtraum nie ein Ende? Nein. Will nicht nach oben gehen. Will nicht das Grausame sehen. Has someone gone through my briefcase? Scheinbar. Mysteriöser Schlüssel. Ich weiß auch nicht, wo Orte gekommen ist. Schloss gehört. Meinst du? Nein, geh nicht da rein. Schlechte Idee. Hi. Du bist der Typ von vorhin. You hear me? Keep away. Willard? Lass mich in Ruhe. Ist dein Mundwinkel aufgeschlitzt? Kapitel 3. In dem alten Haus meiner Eltern ist es, in das Emma und ich gezogen sind, schlummern mehr versteckte Geheimnisse, als ich je ahnen konnte. Ich habe auf dem Dachboden unter einem losen Brett ein verstecktes Tagebuch gefunden, das einem Nicholas Hyde gehörte. Als ich es las, lief mir ein eiskalter Schauer runter. Den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ob sich die Dinge in diesem Buch wirklich zugetragen haben oder ob es sich nur um ein Hirngespinst dieser Nicholas handelt. Wir hoffen es.